Hallo und herzlich willkommen zurück zur Diablo 3 Season Reise. Wir haben immer noch einen großen Schlüsselstein. Also, jawohl, Kadala. Nicht so schüchtern. Das ist doch. Das kann ich mir Oh, was nicht ist das? leisten. Wow. Kann ja mal gar nicht. Was ist denn das für ein Müll? Was aufwerten kann ich mir nicht mal leisten. Stufe 5 kann ich mir leisten. Na, ein Edelstein bekommen Ihr wir ja seid sowieso. von den Feinden der Nephalem umgeben. Ja, mag sein. Diese Feinde sind unglaublich. So unglaublich finde ich die. Okay, das Ding müsste wahrscheinlich, ja, kaputt sein. So unglaublich finde ich die Feinde hier gerade gar nicht. Finsternis erwartet euch. Oben? Nein, wo geht's denn hier lang? Hier war ich noch nie. Achso, hier lang. Pylon des Schildes. Mein Training zahlt sich aus. Los. Mehr starke Gegner, mehr Pylone. Blute abschaum. Nee, der blitzt nur. Oh, das sieht doch gut aus. Welt gerade zu einem besseren Ort gemacht. Ja, haben. Ich muss, glaube ich, hier unten lang. Vergeltung! Und hier rein. Aha. Lach nicht so bläder. Das war nur ein Vorgeschmack. Wir gehen hier auch durch ein Tor nach dem nächsten. Spürt meinen Zorn. Man sieht immer, wie von oben rechts die Schüsse noch mit vorbeikommen. Oh oh. Ah ja, stimmt, mit Rache kann ich das ja auch auflösen. Ah, hier sind gleich die nächsten. Blute abschauen. Und das Schöne ist, bei den Nephalem-Portalen merkt man immer schön, wenn eine Gruppe Elite-Gegner besiegt wurde. Weil immer der Letzte lässt die Kugeln fallen.
spürt meinen Zorn. Der Portalwächter ist... Ja, dann komm her. Noch ein Hexer. Nephalem, ihr wart erfolgreich. Eine Set-Handarmbrust. Ich weiß, es gibt ein Set, was aus zwei Armbrüsten besteht. Ich weiß noch nicht, ob es das ist. Genau. Danettes Rache und Danettas Trotz. Salto kostet 8 Hass statt Disziplin und erhöht den Schaden von Salto um 800%. Naja, okay. Ob ich hinterlasse eine Kopie von mir, je nachdem, was das andere macht. Werde ich ja dann sehen. So. Gogok der Schnelligkeit. Angriffe gewähren Schnelligkeit, wodurch meine Angriffsgeschwindigkeit und meine Ausweichchance erhöht werden. Hält 4 Sekunden an, 15 mal stapelbar. Erhöht Abklingzeitreduktion pro Stapel um 1%. Ich verstehe mich darauf, Edelsteine zu veredeln. Oh. Ich hatte eine 8% Chance und zwar erfolgreich. Bei 4 nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Na gut. Die Wahrscheinlichkeit wird halt immer geringer, je niedriger ich im Level gehe. Gut gemacht, Champion. Ich bin nun noch geschickter. Ich überlege gerade. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich kann ja diese Folge... ...etwas ausprobieren. Obwohl... Ihr seht aus, als könntet ihr diesen, sicherlich sehr nützlichen Gegenstand... Das ist zu teuer. Ich weiß halt nicht, ob es was bringt, die Nephalem-Portale langsam oder halt auf geringerer Stufe zu laufen, um die Schlüsselsteine zu holen. Herausforderungen hinter den Portalen und ein goldener Baron. Ah, schade. Ich dachte, der bringt mich zu dir. Ah. Guck mal einen an. Einhörner. Da kommen ja noch mehr. Ja, mehr Einhörner. Blute abschauen. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier auch die Schlüsselsteine bekomme. Astraltraum 2. Sind hier immer noch Einhörner? Nein, schade. Vergeltung! Finsternis erwartet euch. Perfekt. Schein des Kanalisierens und ich kann hier ewig durchrennen. Komm, mehr Gegner. Jetzt. Vielen Dank. Rache ist süß. Hier ist Rache.
hin, die Rache. Und hier sind schnell viele Gegner. Spürt meinen Zorn. Belohnt der Heiler, perfekt. Spürt meinen Zorn. So, hier dürfte ja wahrscheinlich gleich der Portalwächter auftauchen. Das werdet ihr nicht überleben. Der Portalwächter ist hier. Wo ist er? Da. Und tschüss. Ja, da ist ein Portalschlüsselstein. Sehr gut. Oh Mann. Und hier oben liegt noch Atem des Todes rum. Hehe. Ich liebe es, wenn da so viele Geschosse ankommen. Ui. Heißt das? Ja, ich krieg sogar gleich 3 Wölfe dazu. So. Damit wäre das schon mal wesentlich stärker. Ich merke gerade, das Ding wäre stärker. So. Jetzt brauche ich bloß noch Danettas Rache. Nehmen wir das Ding mal noch mit. Ich kehre in die Stadt zurück. Hey, Wölfe ist natürlich auch gar nicht so übel. Ein guter Kampf. Ja. Das Licht in euch wird stärker. Und das Schöne ist, was ist das Schöne? Ich könnte halt jetzt nochmal so ein Portal rennen. Nachteil ist nur, ich muss halt jetzt kurz die 16 Sekunden noch warten. Kling, kling. Aber das Problem ist halt, ich brauche Standardgegenstände. Und ja, ich verwerte oder verkaufe auch die mit Sockel und Edelstein. Weil mir das egal ist. Reparieren. Nur zur Sicherheit. Und gleich noch eins. Viel Erfolg, Heldin. Und mit den 3 Wölfen bin ich noch einen Moment vielfaches stärker und kanalisieren. Und wo ist der? Da ist der Kopf. Ist der da? Ja. Reflexionsschrein. Oh, das ging schnell. Jetzt gleich der nächste. Eure Furcht verrät euch. Das sieht doch schon mal gut aus. Schon wieder fast zur Hälfte durch. Rache ist süß.
So, hier komme ich ja her. Gehe ich mal hier unten lang. Das war nur ein Vorgeschmack. Komm, ich will starke Gegner. Nicht solche Lappen hier. Die halten doch nichts aus. Ja, hier unten ist das Tor. Vergeltung! Obwohl, Schuhe brauche ich nicht nachgucken. Waffe, naja, nicht wirklich. Helm brauche ich auch nicht. Was wichtig ist, wäre Hose oder Gürtel. Spürt meinen Zorn. Ihr könntet dafür sorgen. Rache ist süß. Der Portalwächter ist hier. Ja. Perfekt, da stehen die drei Türme. Komm ran und... wieder ein großer Portalschlüsselstein. Der Köcher macht mir Schaden. Und mein aktueller legendärer Köcher hat keinen Effekt. So, gleich zurück. Leider sammeln die Frettchen sowas wie Arkanstaub nicht mit ein. So, Ulrich. Ich werde nun noch mehr gefürchtet. Ah, den kann ich mitverkaufen. Obwohl, nee. Die immer schön verwerten für die vergessenen Seelen. Und bei der Maus. Hier verkaufen. Wir brauchen Geld. Und gleich das nächste hinterher. Besitzt ihr die Kraft, diese Prüfung zu überleben? Ich denke doch mal, dass wir diese Kraft besitzen. Dann sammelt man schön Atem des Todes dabei. Da oben. Ich werde mal gucken, dass ich mehr von den, ich sag mal, Kackwaffen mitnehme. Stein der Verbindung. Mögen alle, die in meinem Weg stehen, zu Tode gebrutzelt werden. Das werdet ihr nicht überleben. Schade. Eigentlich mag ich diese richtig dicken Armbrüste. Spürt meinen Zorn. So. Schicksalsschlund. Klingt auch interessant. Finsternis erwartet euch. Oh, Sackgasse. Halt. So was brauche ich. Ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man in Diablo raue Gegenstände aufhebt, wenn man sie braucht.
Finsternis erwartet euch. Oh, was ist hier hinten los? Ach du meine Fresse. Alle hier sterben. Bin übersehen? Alter. Meine Fresse liegt hier jetzt hier rum. Rubin. Das. Plan zerfetzer. Ja. Da haben wir sogar hier jetzt Pläne für einen Juwelenschmied. Aschebeil zerfetzer. Leider ist das jetzt auf normal passiert und nicht, wenn man dann mit vollem Set auf Qual, was weiß ich, 7 rumrennt. Pylon der Macht. Es war eh sehr gut, dass wir den Pylon noch zu dem Zeitpunkt aktiv hatten, wodurch wir deutlich mehr Schaden gemacht haben. Finsternis erwartet euch. Wo ich hinkomme, wartet der Tod. Rache ist süß. Sie hätten rennen sollen, als sie es noch konnten. Ja, und jetzt können sie nicht mal mehr kriechen und sie können nicht mal mehr sterben. Das habe ich schon gesorgt. Finsternis erwartet euch. Was haben wir hier hinten? Kanalisieren. Finsternis erwartet euch. Bleiben wir mal bei voller Bewegungsgeschwindigkeit in der Zeit. Auf die paar Raketen kann ich dann auch noch verzichten. Der Portalwächter ist hier. Ja und wo? Komm, da schaffen wir doch noch eins. Ich muss zurückkehren. So, Orek. Schön Portal zu machen. Warum sind die ausgegraut? Na jetzt. So, Schmied. Lernen. Ich will mal gucken, was der Zerfetzer ist. Oh, die sehen auch gut aus. Orkanstachel. Weitschuss. Stufe 20. Blutmagieklinge. Dämonenfaust. Goldgeißel. Niederstrecken springt auf 3 weitere Gegner über. Ein Auge. Hinterm Brust. Erzfeindpfeile. Schwarzknochenpfeiler. Verbitterung, noch ist ein Mojo. Erntemond. Ein Barbar. Endloser Krieg. Singularität.
Erdspalter, Streitkolben und Verheerer. Schwund. Schattenschwur, Zeremoniemesser, da Aschebeil, Zweihandaxt, Brandmal. Auch Zweihandaxt. Da ist er, der Zerfetzer, Zweihandstreitkolben. Chance von den Boden unter den Füßen eurer Gegner aufbrechen zu lassen, wenn ihr angreift. Aber ich werde mir hier mal so einen Arkanstachel machen. So. Jetzt noch zu Shen. Drei Rezepte gelernt. Fehlen noch ein paar. Schwarz von 1, aber immerhin. Ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. So, und jetzt ganz schnell noch beeilen, noch mal eins machen. Wie viele Steine haben wir? Aktuell 3. Lernt eure Macht. Ja, ja. Oh. Ich bin nun noch geschickter. Oh, Handschuhe. Ob die das sind? Nein. Oder? Ich hatte die Handschuhe schon mal. Wie sind das? Nachdem ich einen Massaker-Bonus erhalten habe, regnet es Gold. Aber er hat schon Handschuhe hier. Und ich will meine Set-Handschuhe nicht ablegen. Warte mal, was war das hier? Wenn Portalschlüsselstein fallen gelassen wird, werden noch weitere fallen gelassen. Genau. Eventuell. Ich probier's mal. Und werfen mal einen Massaker-Bonus. Rache ist süß. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Hey. Kein Massaker-Bonus. Gibt's da was hier nicht? Ah, gut, das gab's hier drin nicht. Eure Furcht verrät euch. Ich möchte einmal an dieser Stelle Maltael zitieren. Niemand hält den Tod auf. Das ist ja noch nicht mal meine stärkste Form hier. This isn't even my final form. Eure Furcht. Wenn ich will mal noch den hier dazu. Da bin ich noch die Rache in Person. Ah, jetzt bin ich wieder langsam. Jo, Bollwerk. Kreuzritterschild, das Ding ist riesig. Also das vom... Warum gucke ich danach? Ich brauche bei Hand schon nicht nachgucken. Ich habe meine Z-Gegenstände. Na, schaffe ich es in den letzten 30 Sekunden? Oder muss ich etwas überziehen? Finsternis erwartet euch. Komm, zeigt mir, was ihr zu bieten habt. Rache ist süß. Ah, schade, wir haben es nicht geschafft. Jetzt kommt ihr, oder was? Das war nur ein Vorgeschmack. Der Portalwächter ist... Ja, dann komm ran.
Mini-Diablo. Orlasch. Jo, schluck das. Wie es mir dachte. Oh. Sternenhelm. Sieht auch interessant aus. So, und mit diesem... Jo, 3000 Schaden. Jetzt haben wir insgesamt hier große Portalschlüsselsteine. Das heißt, wir können in der nächsten Folge einfach mal ein Portal machen auf einer höheren Stufe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss!